Ich freue mich, heute Sie hier begrüßen zu dürfen zu unserem ersten Vortrag unseres sechsteiligen Ernährungsseminars. Ich wünsche Ihnen heute Abend hier viel Spaß. Ich habe heute ein Thema, das sehr durchwachsen ist. Wir werden uns heute weniger um die Ernährung bemühen, als mehr um die Hintergründe, als auch um die Entwicklung des Ganzen. Aber das, denke ich, ist wichtig, um das Thema als solches komplett zu verstehen. Und ich möchte Ihnen jetzt einen kleinen Überblick geben. Das Thema heute hat ja noch einen Untertitel, das Geheimnis vom langen Leben und Historisches und Traditionelles über Ernährung. Und dieser zweite Teil hier wird vielleicht die Hälfte oder ein Drittel des Abends einnehmen. Und Sie werden einiges von mir erfahren, was Sie vielleicht auch noch nie in der Form gehört haben. Wer mich kennt, weiß, ich bin in vielen Dingen relativ kritisch, hinterfrage viele Dinge. Und das soll Ihnen auch zugutekommen, denn wir haben eine gewisse Zielsetzung in diesem Seminar. Und das möchte ich Ihnen kurz sagen. Natürlich sollen Sie von mir Informationen bekommen. Ich beschäftige mich seit vielen Jahren mit dem Thema Ernährung und möchte Ihnen eigentlich das, was ich in den vielen Jahren so erfahren habe, auch ein wenig weiterbringen. Ich möchte vor allem eins erreichen. Ich möchte Sie zum Nachdenken anregen. Ich möchte Ihnen eigentlich Werkzeuge in die Hand geben, wie Sie selber Informationen, die Sie täglich zu diesem Thema bekommen, werten können, für sich selber filtern können und das Beste für sich dann behalten. Und Sie werden schon heute Abend sehen, wie dieses Thema Ernährungsmedizin doch sehr vielschichtig und vor allem auch sehr kontrovers diskutiert wird. Alternativen werden Sie bekommen und Sie selber können dann auswählen, was für Sie richtig ist. Und natürlich sollen Sie, wenn Sie den Eindruck haben nach diesen sechs Abenden, Sie müssten auch an Ihrer Ernährung was ändern, dazu von mir entsprechende Empfehlungen bekommen, Hilfen bekommen. Und ich denke allein schon, die Beköstigung anschließend wird viele überzeugen, dass das, was gesund ist, nicht unbedingt schlecht schmecken muss. Das ist eigentlich unser Ziel und das ist auch das Besondere an diesem Seminar, dass Sie hier nicht nur Theorie bekommen, sondern das, was dann immer die Frage ist, wenn ich meinen Patienten alles verboten habe, was gut schmeckt, was soll ich denn dann noch essen? Und das wollen wir Ihnen eben zeigen. Sie werden genug lernen in diesen sechs Abenden, was man essen kann. Und da sind Sie erstmal die nächsten Jahre ausreichend mit versorgt. Und das variiert man, wie man ja auch, wenn man guter Koch ist, normale Speisen immer wieder in die eine und andere Richtung abwandelt. Praktische Anleitungen und Beispiele, das ist es also, wovon Sie auch profitieren. Und das gilt vor allem für die Köche oder Köchinnen unter Ihnen. Aber eins ist klar, ob Sie sich ändern, das liegt in Ihrer Hand. Ich gebe Ihnen lediglich Hinweise, Informationen, rege Sie zum Nachdenken an. Die Entscheidung, was Sie daraus machen, die treffen Sie selber. Die kann ich Ihnen nicht abnehmen. Und es wird vielleicht das eine oder andere sein, wo Sie schluchzen und sagen, oh weh, jetzt soll ich das auch noch lassen. Aber wenn Sie eine gute Alternative haben, fällt es Ihnen umso leichter. Was wollen wir heute Abend gemeinsam betrachten? Natürlich wird ein bisschen die Einführung sein zu diesem Thema. Ich werde ein wenig diese kontroverse Situation in Deutschland mit Ihnen hier diskutieren. Sie werden also einiges hören, sehen an den Folien, wie die Experten, die sich mit Ernährung beschäftigen, sich äußern. Wir werden die Problematik der modernen Ernährungswissenschaft kennenlernen. Und ein Schwerpunkt, wie schon gesagt, wird die historische Entwicklung sein. Ich werde Ihnen nahebringen, wie es zu Beginn der Menschheit war mit dem Essen, was dann im alten Ägypten, das ist ja unser Thema heute, so passierte mit der Ernährung und dann natürlich auch mit den Dingen, die es heute in der Neuzeit, in der wir leben, mit Ernährung auf sich hat. Das Geheimnis vom langen Leben ist ein neuer Teil, den ich mit aufgenommen habe. Das ist ein Videoclip, mehr dazu nachher. Ja, und dann gibt es heute ein paar Ratschläge, wenn Sie sich heute schon entscheiden, einige Dinge zu ändern, wie man das am besten anstellt, damit es auch praktikabel ist. Sie können nicht von jetzt auf gleich sagen, jetzt werde ich zum Beispiel Veganer, das geht einfach nicht. Sie müssen halt das nach und nach erfahren selber. Dazu ein paar Ratschläge. Und wir werden jeden Abend uns mit Theorie beschäftigen. Diese Theorie ist insofern wichtig, weil ich Ihnen auch ein bisschen Hintergründe schildern möchte und vor allem möchte ich Ihnen nahebringen, was auch im Körper sich abspielt, wenn man Nahrung zu sich nimmt. Das geht irgendwo vorne rein und hinten raus, das wissen wir alle, aber was macht der Körper mit der Nahrung? Was macht er mit den einzelnen Nahrungsbestandteilen? Und heute werden wir uns ein wenig mit dem Thema der Kohlenhydrate beschäftigen. Dieses Thema wird dann noch vertieft bei meinem vierten Vortrag, wenn es über die Zuckerkrankheit und das Übergewicht geht, weil da zwangsläufig hier auch eine wichtige Beziehung besteht.
Vor allem eben das Problem der raffinierten Kohlenhydrate. Die 1 soll zeigen, wir haben hier eine Fortsetzung. Ja, und dann gibt es heute ein paar praktische Ratschläge für ein gesundes Frühstück und das leitet dann auch über zu unserer Beköstigung. Gesundheit. Gesundheit ist nicht alles, aber ohne Gesundheit ist alles nichts. Das hat schon Arthur Schopenhauer vor vielen Jahren gesagt. Ich bringe einfach mal so ein paar Zitate, um Sie einzustimmen in das Thema. 500 vor Christus war es Hippokrates, der schon formuliert hat, dass die Krankheiten nicht nur schicksalsbedingt sind, sondern auch selbstverschuldet sein können, ausgelöst durch verkehrtes Essen und Trinken, durch Bequemlichkeit, Verweichlichung, Mangel an Bewegung und seelische Probleme. Der hätte auch heute leben können, denn das sagen auch die Experten heute. Das ist also nicht viel passiert in den 2500 Jahren, die dazwischen liegen. Nicht das Wissen von Krankheit, sondern die Kenntnis der Gesundheit ist entscheidend für die Erhaltung des Lebens. Und wir wollen uns schon auch mit Krankheit beschäftigen. Wir müssen es, um einen Punkt zu finden, an dem wir starten. Aber wichtig ist auch das Positive, nämlich dass wir uns mit Gesundheit beschäftigen. Was ist gesund? Und man beseitigt das Böse nicht, indem man es bekämpft, sondern indem man das Gute fördert. Und das ist auch meine Absicht mit Ihnen hier. Ich möchte Ihnen viel Positives bringen, damit Sie daran lernen, was man besser machen kann, wenn es eben schlimme Dinge gibt. Ein paar Fakten zu der Ernährungssituation in Deutschland. Und das sind Zitate aus überwiegend Fachliteratur. Aber ich habe auch ein paar Zitate aus der Ludwigsburger Kreiszeitung ausgewählt, weil da auch häufig Dinge sind, die in der Allgemeinpresse sich mit diesem Thema beschäftigen. 17 Millionen Tote durch Herzkrankheiten und Schlaganfall. US-Bürger werden immer dicker und ach du dickes Land, hier sehen wir in dieser Aufstellung, wie es hier in den einzelnen Ländern aussieht. 41% der Amerikaner sind zu dick. Die Zahlen sind in Deutschland in dieser Statistik noch nicht ganz so, da sind es nur 12. Aber das war 2002, es hat sich in der Zeit, in diesen 3,5 Jahren seither schon deutlich verschlechtert. Wir liegen auch schon bei wesentlich mehr, wie diese nächste Statistik zeigt. Das ist hier aus der Ludwigsburger Kreiszeitung, Volkskrankheit, Übergewicht. Und das sind jetzt so ein paar Zahlen, altersbezogen, wie es aussieht. Bei den Männern sind 58 von 100 zu dick und bei den Frauen 41. Die Adipositas, das Übergewicht, wird ein eigenes Thema sein am vierten Abend, zusammen mit dem Diabetes, weil hier ganz enge Zusammenhänge bestehen. 10% der Grundschulkinder sind zu dick, zu viel Fett im Essen plus Bewegungsmangel. Und hier kommen wir jetzt auf ein Thema, was für die Zukunft der Menschheit, kann man fast sagen, von immenser Bedeutung ist. Wenn es nämlich schon bei den Kindern anfängt, wie soll es dann später weitergehen? Und da gibt es also verschiedene, immer wieder mal in unseren Zeitschriften Artikel, Kinder und Jugendliche werden immer dicker. Und das fand ich so nett, da stand in der Ludwigsburger Kreiszeitung, die Hälfte der 16- bis 18-Jährigen treibe keinen Sport, ein Viertel der 15-Jährigen bringe mehr als 4 Stunden vor dem Fernseher. Aber unten, das war so schön, der Werbeslogan, eine starke Truppe kann bald unfreiwillig komisch werden. Also auch hier hat sich das schon langsam umgesetzt, auch in der Bundeswehr. Die Soldaten sind nicht mehr das, was sie mal waren. Ja, und dann gibt es natürlich viele, viele nette Sprüche als Begründung, warum ich denn zu dick bin. Und ob man nun die Diät zwischen den Mahlzeiten hält oder Diät zusätzlich hält, das ist Ihnen überlassen, das hilft halt nichts. Wir müssen hier anders ansetzen. 150 Millionen Diabetiker, so hieß es hier im Jahr 2002. Bald wird es 333 Millionen Diabetiker geben, das war im Jahr 2004. Und im September letzten Jahres heißt es schon, jeder dritte Mensch bekommt Diabetes, fürchten die Experten. Die Zuckerkrankheit ist eines der Krankheiten, die uns in Zukunft immense Probleme bereiten werden, weil die Behandlung dieser Krankheit sehr kostenspielig ist und unser Gesundheitssystem, speziell hier in Deutschland, kollabiert ja jetzt schon, wo wir erst bei 10% vielleicht Diabetiker haben. Das sind die 10 Millionen, die dann in Deutschland kommen sollen. Und vor allem, was erschreckend ist, es sind immer mehr Kinder, die am Alterszucker erkranken. Ja, also es ist nicht der jugendliche Diabetes, der Zucker, den man bekommt durch genetische Veranlagung, sondern es ist der Diabetes, den man bekommt durch falsche Ernährung. Der Typ-2-Diabetes, der Altersdiabetes, nimmt bei Kindern zu.
Und Jugendliche unter 16 haben schon Alterszucker. Was Sie hier rot unterstrichen haben, Vorbeugung ist die einzig vernünftige Antwort. Das Thema wird sehr ausführlich demnächst auch besprochen. Dann wollte ich Ihnen ein wenig Einblick geben in dieses Gebiet des Functional Food. Hier heißt es Teufelszeug oder Jungbrunnen. Die Industrie ist natürlich bemüht, Nahrungsmittel zu entwickeln, die einen gesundheitlichen Nutzen haben, damit man sie dann auch besser an den Mann oder an die Frau bringt. Diese mit Zusatzstoffen angereicherten Lebensmittel sind groß im Kommen. Auch damit werden wir uns beschäftigen. Und in diesem Fokusartikel heißt es hier, ob es uns passt oder nicht, was wir im Supermarkt kaufen können, entspringt einer gigantischen, milliardenschweren Industrie. Naturbelassene oder wenigstens nur gering verarbeitete Lebensmittel finden wir höchstens noch an den Obst- und Gemüseständen und manchmal im Kühlregal bei den Milchprodukten. Ansonsten gibt es in den Läden praktisch nur noch Hightech-Food. Und wenn Sie mal heute in einen Supermarkt gehen, egal wo, Sie werden fast nur noch aufbereitete Nahrung finden. Wenn es nicht der Obst- oder Gemüsestand ist, ist es irgendetwas in irgendwelchen Fabriken hergestelltes. Und die Aussichten, das ist hier der Udo Pollmer, der Ihnen vielleicht bekannt ist, schildert er so: Der Trend unserer Essgewohnheiten geht unübersehbar in Richtung industriell gefertigtes Convenience Food. Können Fertiggerichte so gut sein wie eine selbstgekochte Mahlzeit? Das ist seine berechtigte Frage. Früher, als es noch in der Steinzeit war, so man denn daran glaubt, ich habe das eigentlich nur genommen wegen des Untertitels, wir haben heute noch den Appetit der Steinzeit, aber wir jagen nur noch im Supermarkt. Das geht so ein bisschen auf das Thema Bewegung. Das ist wohl kaum groß Bewegung, in den Supermarktregalen seinen Korb zu füllen. Das war das, was damals Menschen eben noch gesund erhalten hat, dass sie die Bewegung hatten. Was es mit der Steinzeit auf sich hat und so, da werden wir nachher noch von reden. Ja, und es wird also bald so sein, so meint es hier dieser Karikaturist, wir haben also für alles etwas in den Regalen und das hat für mich dann ja auch positive Aussichten. Ich werde dann überflüssig, weil man holt ja alles aus dem Regal des Supermarktes. Der Hausarzt wird bald nicht mehr gebraucht, Sie können alles im Supermarkt kurieren. Das ist ein frommer Wunsch, die Realität sieht genau andersrum aus. Wir werden immer mehr Patienten bekommen, je mehr sie eben im Supermarkt einkaufen. Wie sieht es nun aus mit der Ernährungsmedizin? Wo bekomme ich richtige Informationen? Ist auf die Erkenntnisse der Wissenschaft Verlass? Wie gehe ich mit möglichen Widersprüchen um? Ist die Wissenschaft manipulierbar? Und hier müssen wir uns beschäftigen mit dem Einfluss der Medien, mit der Einflussnahme durch die Politik und auch mit dem Einfluss der Interessenverbände. Und ich kann Ihnen an den 6 Abenden gar nicht alles erzählen, was ich so an Informationen bekomme. Und darum geht es ja auch nicht nur hier irgendwelche Machenschaften aufzudecken. Aber Sie werden selber sehen an einigen Zitaten, die ich Ihnen bringe, wie fatal die Situation teilweise ist, was die Information anbetrifft und was die Manipulation anbetrifft. Ja, wem können wir heute noch glauben? Und ich fand diese Hexen hier so niedlich. Natürlich ist es unbedenklich, es enthält keine Konservierungsstoffe, keine Zusätze, keine künstlichen Farben. Der Spiegel hat es getitelt letztes Jahr im Juni. Der Untertitel in diesem Artikel, der Diätwahn, warum nicht einfach besser essen? Und das soll eigentlich auch unser Ziel sein, was ich Ihnen vermitteln möchte, dass Sie hier lernen, mitbekommen, wie Sie besser essen können. Frust statt Lust, und da heißt es, die Deutschen quälen sich mit Diäten und verschlingen Ratgeber über gesunde Ernährung. Doch die Tipps zum Schlankwerden sind voller Widersprüche. Predige den Leuten, was sie hören wollen, und du hast viele Nachfolger, denn es liegt in unserer Natur, gerne gute Nachrichten über unsere schlechten Angewohnheiten zu hören. Und jede Diät, die sie nicht zwingt, irgendetwas zu ändern, nehmen sie sofort an, hat allerdings auch den entsprechenden Erfolg, nämlich keinen. Und das haben viele Leute erkannt und sie brauchen nur mal den Blätterwald unserer Illustrierten durchzuschauen. Es gibt keine Woche, wo nicht auf irgendeiner Titelseite irgendeine Diät angepriesen wird. Wir bekommen bei uns in der Praxis häufig Zeitschriften und es sind jede Woche 2 bis 3 Titel über irgendeine neu erfundene Diät, die so neu nachher, wenn man sie genau anschaut, gar nicht ist. Und wie sieht es aus mit diesen Kontroversen? Die Industrie erzählt uns, Käse zählt zu den wertvollsten Nahrungsmitteln des Menschen.
Das ist die eine Seite. Einer unserer Kollegen schreibt hier: Knochenfraß durch Wurst und Käse. Sie werden beim Thema Osteoporose sehen, wie gefährlich es damit ist und dass dieser Wissenschaftler recht hat, dass nämlich Wurst und Käse oder vor allem die Milchprodukte gar nicht günstig sind, wenn es um die Osteoporose geht. Das ist aber das Thema am Mittwoch. Weitere Kontroversen: Alkohol. Bei Männern, die 2 bis 3 Mal pro Woche etwas Alkohol tranken, war die Herzinfarktrate 32% niedriger als bei solchen, die höchstens 1 Mal pro Woche ein Glas tranken. Und bei fast täglichem Genuss war die Rate um 37% verringert. Und so weiter. Das liest jeder gerne, der in Baden-Württemberg wohnt. Da gibt es gute Tropfen. Aber dann gibt es auch Wissenschaftler, die sehen das Ganze anders. Da heißt es dann hier: Auch mäßig Alkohol macht krank, wir müssen endlich die wahren Fakten bekannt machen. Was ist nun richtig? Wenig Alkohol, mehr Alkohol, kein Alkohol? Völlig widersprüchliche Aussagen aus der Wissenschaft. Alternative Ernährung kritisch betrachtet, fleischarm oder fleischfrei essen, Trennkost, Atkins oder Kreta-Diät. Im Dschungel alternativer Ernährungsformen kann man sich kaum noch zurechtfinden. Was antworten Sie, also da bin ich mit gemeint, auf die Fragen Ihrer Patienten? Gut, Sie werden verschiedene Antworten jetzt bekommen die nächsten Abende. Dann heißt es einmal: Weniger Übergewicht bedeutet mehr Lebensqualität und mehr Lebenszeit. Und jemand anders schreibt dann: Wer abspeckt, wird bloß dick und krank. Dann geht es um die Zusatzstoffe, die sogenannten Antioxidantien zum Beispiel. Wenn ich die in der Nahrung zu mir nehme, wenn ich die als Pille zum Beispiel zu mir nehme, wenn ich Nahrungsmittel mit Antioxidantien kaufe, mit dem Zweck, diese Antioxidantien vermehrt zuzuführen, wie sieht es damit aus? Hier sind mal 2 Artikel. Einmal heißt es hier: Sich vollwertig ernähren ist sinnvoller als Pillen zu schlucken, oder bei der Demenz das Vitamin E aus Gemüse, nicht aus Pillen hilft. Pille oder gesundes Essen? Das ist die Frage. Und wir dürfen uns hier auch fragen, was sind die Interessen der Industrie? Und ich war ganz erschrocken, ich wusste das auch nicht, das stand letzte Woche oder vorletzte Woche in der LKZ, dass die Ernährungsindustrie die 4. deutsche Gewerbezweig ist nach Automobil, Maschinenbau und chemischer Industrie. Und hier sieht man, dass natürlich hier durchaus Interessen sind, dass dieser Industriezweig auch auf Umsätze aus ist. Und die größte Sparte der deutschen Ernährungsindustrie ist laut DBV die Milchindustrie mit einem Umsatz von 20,3 Milliarden Euro. Also, es ist klar, dass wir hier einfach Interessenkonflikte haben. Einerseits will natürlich jeder Betrieb Umsätze machen. Andererseits muss man sich halt überlegen, ist das für uns immer gut, was im Sinne der Industrie ist. Die Problematik ist also: Gibt es für Sie, für mich, für den Verbraucher überhaupt eine Chance, aus diesen so widersprüchlichen Aussagen brauchbare Informationen für meinen eigenen Lebensstil zu gewinnen? Und woran kann ich mich heute noch orientieren, wenn ich mir Gedanken über meine eigene persönliche Gesundheit mache? Das waren jetzt alles Dinge, die mehr oder weniger aus Fachzeitschriften waren. Das waren nicht irgendwelche Boulevardblätter. Und Sie sehen hier schon das große Problem. Und diese Karikatur ist hier ganz nett. Die Hälfte dessen, was wir so zu uns nehmen, ist hier mit nichts überschrieben. Wohin führt die Wissenschaft die Menschheit? Hubert Markel hat das mal vor einigen Jahren in einer unserer Zeitschriften zum Thema gemacht. Und es war schon viele Jahre her, dass Thomas Huxley gesagt hat, dass das Tragische an der Wissenschaft sei, dass die schönste Hypothese durch einen einzigen hässlichen Fakt zerstört wird. Man macht sich so tolle Vorstellungen, gerade beim Functional Food möchte man den Verbraucher etwas liefern, was ihm hilft. Aber dann gab es Studien, die festgestellt haben, wenn ich sowas esse, werde ich erst richtig krank. Das war dieser hässliche Fakt zum Beispiel. Man kann noch so viel forschen und machen, wenn man meint, man hätte etwas erfunden, häufig gibt es dann Probleme. Und im letzten Jahr, die Münchner Medizinische Wochenschrift ist also auch ein bekanntes Organ für die Ärzteschaft, stellte sich auch hier die Frage: Wie ist man wirklich gesund? Ernährungsdogmen geraten ins Wanken. Und da wird in diesem Artikel gefragt, unter der gesunden Ernährung, was ist Fakt, was ist Mythos? Vieles, was seit Jahren als gesunde Ernährung empfohlen wird, ist wissenschaftlich nicht gesichert. Ich habe das mal so eingeblendet mit diesen alten Zöpfen. Wie sieht es mit dem aus, was wir über Jahrzehnte gehört haben, getan haben?
Im Fernsehen heißt es nach jeder Werbung, entsprechend wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Und ich fand diese Definition von Verarzten ganz nett. Es ist die Kunst des Arztes, seinen Patienten so zu behandeln, dass er recht bald und gerne wieder zu ihm kommt. Das ist allerdings jetzt nicht mein Anliegen, außer an diesen 6 Abenden, dass Sie wiederkommen. Ich versuche schon, Ihnen die Information so zu bringen, dass es nicht nur vom Finanziellen her sich rechnet. Und oft ist ja auch das Vorbild das Entscheidende, wenn man also essen geht. Und ich muss sagen, ich habe ein wirkliches Problem, in einer Großzahl der Restaurants das zu finden, was ich wirklich gerne esse. Abgesehen schon mal von dem Gesichtspunkt, was wirklich gesund ist. Aber es gibt sowas. Und auch wenn Sie essen gehen, das will ich Ihnen ja auch nicht untersagen oder madig machen, auch wenn Sie essen gehen, werden Sie viele Dinge finden, die man essen kann. Man muss manchmal nur ein bisschen variieren und ein paar Dinge in der Mahlzeit verändern. Ich esse zum Beispiel meine Pizza immer ohne Käse. Ja, das geht heute. Als ich das vor 10 Jahren gesagt habe, haben mich die Leute dumm angeschaut. Heute ist das normal. Ich bin anscheinend nicht mehr der Einzige, der so komisch ist. Ja, wie sieht es aus mit der Ernährungsmedizin? Ich habe vor gut 10 Jahren auch erst durch Zufall, oder Zufall kann man weniger sagen, dadurch, dass ich einem Freund ein Buch übersetzt habe über Ernährung, mich mit diesem Thema beschäftigt. Und um das Ganze dann zu vertiefen, habe ich mir die Mühe gemacht und an diesem ersten Kurs für Ernährungsmedizin der Landesärztekammer Baden-Württemberg teilgenommen. Wir waren damals 60 Kollegen, alles approbierte Ärzte, und dieser Kurs ging über 100 Stunden. Und es war für mich ein Erlebnis besonderer Art, was ich da alles zu hören bekam. Ich will das hier jetzt nicht weiter vertiefen. Ich habe jedenfalls die Teilnahmebescheinigung bekommen, trotz meiner kritischen Einwände an der einen oder anderen Stelle. Und mein Dozent, der Professor Bisalski, der das Ganze organisiert hat und auch einen Großteil der Vorlesung gehalten hat, der hat mir eins nahegebracht, was mir eigentlich neu war in der Wissenschaft. Die deutsche Tradition ist bei den Ernährungsempfehlungen zu berücksichtigen. Also hier geht es nicht nur um Wissenschaft, hier geht es wohl auch um Tradition. Und wir kamen da ein Buch geschenkt über Fleisch und Gesundheit, natürlich in dem Kontext, wie gesund Fleisch ist, wie lebenswichtig es ist, von ihm verfasst. Und ich habe dann so an die Bayern gedacht, ja, wo es ja Tradition auch gibt, da ist ja Bier kein Alkohol, sondern ein Nahrungsmittel. Und dann kamen mir im Laufe der Jahre so einige Artikel zum Lesen, und einer dieser Artikel hat mich sehr zum Nachdenken gebracht, weil hier einer unserer Wissenschaftler etwas formuliert hat. Es ist in dem American Journal of Clinical Nutrition, das ist eigentlich das führende amerikanische Journal für Ernährung. Ich habe aus diesem Journal auch im Laufe meiner Vorträge viele Zitate. Und da hat er geschrieben, Eiweißzufuhr und Knochengesundheit, der Einfluss von Weltanschauungen auf die Durchführung ernährungswissenschaftlicher Forschung. Und jetzt fragen Sie sich zu Recht, was hat meine Weltanschauung mit Wissenschaft zu tun? Und ich habe das dann auch im Laufe der letzten Jahre häufiger festgestellt, um was es eigentlich wirklich geht, wenn es um Wissenschaft geht. Das Resümee dieses Editorials war, dass widersprüchliche Ergebnisse noch so exakter Forschung die ganze wissenschaftliche Arbeit in Frage stellen. Es gibt keine absolute gültige Erkenntnis mehr. Und wenn Sie heute mal sehen, was heute alles unter dem Mantel der Wissenschaft verkündigt wird, da steht neueste wissenschaftliche Erkenntnis und dann wird Ihnen irgendetwas gesagt, geschrieben, im Fernsehen gezeigt. Sie müssen das zwangsläufig hinterfragen, denn es kann sein, am nächsten Tag bekommen Sie eine gegenteilige Aussage genauso unter dem Mantel der Wissenschaft. Also Wissenschaft ist nichts Absolutes. Wissenschaft ist relativ wie fast alles, mit dem wir heute konfrontiert werden durch die Medien. Dr. McDougall ist ein Ernährungsmediziner aus den USA, der also dort auch einen gewissen Bekanntheitsgrad hat. Und Sie können im Internet von ihm alles Mögliche erfahren über alle Krankheiten. Das ist eigentlich recht fundiert, was er sagt, deckt sich auch mit meiner Einstellung. Und er hat hier formuliert, die Gurus der Proteindiät sind gewöhnlich Fundamentalisten, die die Wahrheit für sich in Anspruch nehmen und die Erkenntnisse aller anderen Ärzte, Diätfachleute und Wissenschaftler für falsch erklären. Die Menschen freuen sich, dass sich die Experten wieder einmal geirrt haben. Ja, mehr noch, sie glauben gerne an die Verschwörung aller dieser Professionellen unserer Gesellschaft, die uns fett und krank bleiben lassen wollen. Das heißt, er stellt hier heraus, dass es wiederum dann auch extreme
Verkünder irgendwelcher Diäten gibt. Diese Proteindiät, das bezieht sich ja speziell auf die Atkins-Diät und die Nachkömmlinge daraus. Das sind eben Leute, die sich freuen, dass sie der Wissenschaft eine auswischen können, und die Menschen folgen ihnen nach, weil sie sich genauso dieser Freude gegen die Wissenschaft anschließen. Aber richtig ist es deswegen noch lange nicht. Auch auf diese Diät oder die Proteine werden wir noch zu sprechen kommen. Es zeigt nur so ein bisschen etwas in unserer Gesellschaft. Manchmal macht man etwas nur, um dem anderen eine auszuwischen. Nikolai Worm hat auch einen Ruf in Deutschland. Ich habe ihn erst vor kurzem wieder in einer Fernsehsendung gesehen. Er wird gerne von den Medien verwendet, wenn es um neue Erkenntnisse der Ernährungsmedizin geht. Und er hat sehr kritisch sich mit seinen Kollegen in der Ernährungsmedizin auseinandergesetzt. Zwei seiner Zitate: die richtigen Studien selektieren, die falschen ignorieren und wenn es gar nicht anders geht, unerwünschte Ergebnisse eigenhändig ins Gegenteil verdrehen. Wer kontrolliert schon Ernährungspäpste? Und ich kann ihm dabei pflichten, es gibt wirklich einige Veröffentlichungen, wo Tatsachen verdreht werden, ins Gegenteil, nur damit es eben den Interessen einiger Industriezweige der Ernährungsindustrie zugutekommt. Die etablierten Regeln zur gesunden Ernährung basieren nicht auf gesichertem Wissen, sondern auf politisch korrekten Meinungen, Spekulationen und geschickten Marketingstrategien. Soweit also zwei Zitate von Nikolai Worm. Und es war jetzt vor gut 4 Jahren, dass ich ihn persönlich kennenlernte. Er hat hier in Ludwigsburg einen Vortrag gehalten, eine Fortbildungsveranstaltung. Und ich habe die Gelegenheit genutzt und habe mit ihm dann bis nach Mitternacht noch diskutiert. Und wir sind uns in vielen Dingen einig gewesen, aber in einem Punkt haben wir keine Einigkeit erzielt. Und das war die Frage der Weltanschauung. Und das ist das, was vorhin schon in diesem Zitat war. Belief System, Weltanschauung, wie immer Sie das übersetzen, ist ein Problem. Je nachdem, von welcher Sicht ich an die Problematik herangehe, komme ich zu völlig unterschiedlichen Ergebnissen. Und damit möchte ich jetzt ein wenig in diese Diskussion über Weltanschauung einsteigen. Welche Weltanschauung gibt es bezogen auf die Erkenntnisse der Ernährungsmedizin, müssen wir uns mit zwei unterschiedlichen Ansätzen auseinandersetzen. Das ist einmal die Evolutionstheorie und dann die Kreation oder die Schöpfungsgeschichte. Und Sie werden sich zu Recht fragen, was hat denn die Weltanschauung überhaupt für einen Einfluss auf die Ernährungsgewohnheiten? Und ich bringe jetzt noch mal vom besagten Nikolai Worm einige Zitate. Ich fange an bei der Evolution. Das Ernährungsmotto der Zukunft heißt: zurück zur artgerechten, zur natürlichen Ernährung, zurück zu dem, was unsere Gene für richtig befinden. Zitat Nikolai Worm. Es gab also eine Menschheitsevolution, die Nahrung wurde gesammelt oder erjagt. Und das, was zum Schluss noch steht, was es zu essen gab, bestimmte alleine die Umwelt. Wo waren damals süße Mehlspeisen und Müsli, wo das tägliche Brot? Gab es Pasta oder Patnareis, Kartoffeln oder Knödeln? Aß man Chips und Crunch? Er geht also davon aus, dass das, was damals zu Beginn seiner Interpretation der Menschheit richtig war, dass das heute auch noch zum Essen normal und gut ist. Und es gibt auch im Internet einen Wissenschaftler, der eine eigene Homepage hat und der eine Steinzeit-Diät empfiehlt. Diese Steinzeit-Diät, das können Sie also paleofood.com, das können Sie nachlesen selber. Die hat nur einen kleinen Nachteil, nämlich die Lebenserwartung betrug damals nur noch 22 Jahre. Also auch mit der Steinzeit-Diät ist das so eine Sache. Wir wollen da gar nicht weiter darauf jetzt eingehen, essen, was die Gene verlangen. Also das ist schon mal ein bisschen ein Problem. Und aus diesem Buch von Wiesalski, was ich vorhin kurz angeführt habe, habe ich jetzt die Zitate zu der Evolution herausgenommen. Was ist Evolution genau, heißt es hier? Der Kampf ums Dasein, Struggle for Life. So hat Darwin es damals formuliert, 1844 wurde das veröffentlicht. Nur die Tiere überleben, die die beste Anpassung an ihre Umgebung zeigen. Survival of the fittest, das sind die Worte, die er damals gebraucht hat. Und ausgehend von dem baut man dann hier eine ganze Lehre aus. Aber für mich interessant, das PM-Magazin ist nun wahrlich nicht ein Magazin, was sich also gegen Evolution oder so wendet, aber es hat hier einen kritischen Artikel über Darwin veröffentlicht vor 4 Jahren. Und da heißt es, dass viele Tatsachen in der Natur gegen ihn sprechen. Und ich möchte hier nur mal den Abschluss dieses Artikels vorlesen. Der Darwinismus, schreibt hier der Verfasser, ist eine Lehre aus dem 19. Jahrhundert,
war mitverantwortlich für grauenvolle Ereignisse im 20. Jahrhundert und wir müssen nun den Mut haben, uns von den gestrigen Überzeugungen trennen und umdenken, damit das 21. Jahrhundert besser wird. Also Sie sehen, es gibt allgemein auch mit der Evolutionstheorie so seine Probleme. Und das ist eine nette kleine Animation. Ja, zu dem Thema Computer und so kommen wir später noch. Das kam mir mal irgendwann in die Hand, ich fand es mal nett, so ein bisschen zur Aufmunterung. Was ist der Unterschied zwischen Mensch und Affe? Die Forscher haben es entdeckt, die Hirnfunktion. Unser letzter Vortrag wird darauf näher eingehen. Und das kam jetzt am 12. der Ärztezeitung. In Amerika wird ja alles gleich dann ganz groß aufgebauscht. Da hat man also in einer Schule einen Philosophiekurs angeboten. In diesem Kurs wurde jetzt dieses intelligente Design, also Schöpfung, gelehrt. Und jetzt haben die Eltern, die da nicht mit einverstanden waren, gleich eine Klage angereicht. Das ist halt Amerika, da geht vieles halt gleich vor den Juristen, wenn es einem nicht passt. Keine sachliche Diskussion, gleich vor den Richter. Was ist nun der Unterschied? Wir haben also einmal die Evolution vom Urknall vor Millionen von Jahren über niedere Tiere und schließlich den Affen zu Menschen. Und wir haben auf der anderen Seite die Kreation. Es heißt in der Bibel, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde, eine 7-Tage-Schöpfung vor Tausenden von Jahren. Und dass das nicht nur ein Thema ist, was wir hier in einem Kirchengebäude diskutieren, zeigt dieser Artikel auch aus der Ärztezeitung vor 2 Jahren. Die Kreationisten glauben, die Welt sei ziemlich genau 6000 Jahre alt. Und das sind jetzt also 2 durchaus widersprüchliche Meinungen, die hier aufeinanderprallen und die sich in der Ernährungsmedizin auch wiederfinden. Ich möchte zu dem Thema hier noch den Max Planck zitieren. Die Naturwissenschaften braucht der Mensch zu erkennen, den Glauben zum Handeln. Religion und Naturwissenschaft schließen sich nicht aus, wie heutzutage manche glauben und fürchten, sondern sie ergänzen und bedingen einander. Für den gläubigen Menschen steht Gott am Anfang, für den Wissenschaftler am Ende aller Überlegungen. Und an dieser Stelle vielleicht ein bisschen was zu mir. Ich bin aufgewachsen in einer christlichen Familie und bin relativ früh mit der Wissenschaft konfrontiert worden während der Schulzeit. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, mich da ein bisschen auch reinzuarbeiten, reinzulesen und auch zu experimentieren, auch die praktischen Dinge zu machen. Und ich muss für mich sagen, ich habe eigentlich nie ein Problem gehabt, das eine und das andere unter einen Hut zu bringen. Und deswegen dieses Zitat hier, es ist eigentlich kein Problem, es ist kein Widerspruch. Es ist wohl ein Widerspruch, ob ich an Evolution oder an Kreation glaube, aber Wissenschaft und Religion lassen sich durchaus miteinander vereinen. Und ich möchte Ihnen jetzt, nachdem ich so kurz den Abriss gegeben habe über die Evolution, einmal sagen, was die Kreation, nämlich die Schöpfung, für Ansätze hat, wenn es um Ernährung geht. Und wir sind ja hier in einem Kirchengebäude, da passt das gut hin, aber es wird keine Predigt, was ich Ihnen bringe. Ich bringe Ihnen einfach die sachlichen Aussagen aus der Bibel zum Thema Ernährung. Was sagt uns die Bibel, also die Kreation, im Hinblick auf die Ernährung? Gott hat 2 Menschen geschaffen, Adam und Eva, und er hat ihnen Hinweise gegeben, wie sie sich ernähren sollen. Und da heißt es, ich habe euch gegeben alle Pflanzen, die Samen bringen auf der ganzen Erde, und alle Bäume mit Früchten, die Samen bringen zu eurer Speise. Also, die ersten Menschen bekamen die Anweisung, sich von Pflanzen und Früchten zu ernähren. Und den Nachsatz bringe ich noch, weil es interessant ist für die folgende Modifikation der Ernährung. Den Tieren auf Erden, den Vögeln unter dem Himmel und dem Gewürm habe ich alles grüne Kraut zur Nahrung gegeben. Also es gab damals im Paradies keine fleischfressenden Tiere. Die Tiere haben sich auch vegetarisch ernährt. Es gab ja damals, es gab keine Sünde, damit gab es auch keinen Tod. Also es konnte nicht ein Tier das andere essen. Und es wurde schön aufgeteilt, die Menschen bekamen Pflanzen und Früchte, die Tiere das grüne Kraut. Das ist also nochmal zusammengefasst im Garten Eden, Getreide, Obst, Nüsse, Samen, Gemüse. Das war die ursprüngliche Ernährung, die Gott für den Menschen vorgesehen hatte. Dann kam es zum Sündenfall und da gab es eine Modifikation der Ernährung. Und da lesen wir in der Bibel, und zum Manne sprach er, also Gott, weil du gehorcht hast der Stimme deines Weibes, gegessen von dem Baum, von dem ich dir gebot, und sprach, du sollst nicht davon essen. Verflucht sei der Acker um deinetwillen, mit Mühsam sollst du dich von ihm nähren dein Leben lang. Dornen und Disteln soll er dir tragen, und du sollst das Kraut auf dem Felde essen. Für wen war das Kraut? Für die Tiere ursprünglich. Kraut essen heißt, es ist mit Arbeit verbunden, es muss angebaut werden, es wächst nicht einfach so am Baum wie das Obst. Und das ist eben
der Fluch, der auf der Sünde lastet, der Acker sei verflucht, mit Mühsal sollst du dich nähren. Also die Ernährung wurde hier erweitert, aber dieses Kraut war nicht ursprünglich für den Menschen gedacht, es war als Fluch der Sünde eine Ernährung, ein Nahrungsmittel, was eigentlich für ihn immer mit Arbeit verbunden ist, um es zu bekommen. Dann gab es dieses weltumspannende Ereignis der Sintflut. Danach war alles vernichtet, was auf der Erde war. Und es gab hier eine weitere Modifikation der Ernährung. Und zwar hat Gott dem Menschen gesagt, alles, was sich riecht und lebt, das sei eure Speise. Wie das grüne Kraut habe ich es euch alles gegeben. Allein esset das Fleisch nicht mit seinem Blut, in dem sein Leben ist. Hier ist ein kleiner Nachsatz oder Vorspann, der ganz wichtig ist. Er heißt, wie das grüne Kraut. Weswegen ist das grüne Kraut gegeben worden? Es war der Fluch der Sünde. Also hier, das grüne Kraut im Zusammenhang mit dem Fleisch, heißt eigentlich nichts Gutes. Wenn hier das Speiseangebot um Tierprodukte erweitert wurde, ist es eher als Fluch als Segen zu sehen. Also es wurde erlaubt, aber es wurde erlaubt unter bestimmten Einschränkungen. Und zwar heißt es einmal, dass ihr weder Fett noch Blut esset. Also es war von Anfang an verboten, Fett und Blut zu essen. Und wenn man das heute wissenschaftlich untersucht, kommt man zu ganz klaren Aussagen. Fett und Blut sind die ungesundesten Bestandteile eines Tieres. Da ist alles das drin, was den Menschen eigentlich nur krank machen kann. Und dann hat Gott es noch für notwendig erachtet, die Tiere in zwei Gruppen einzuteilen, in die sogenannten reinen Tiere, die ihr essen dürft, und in die unreinen Tiere, die wir nicht essen sollen. Man kann das nachlesen im dritten Buch Mose, im Levitikus, im 11. Kapitel, wenn Sie eine Bibel zu Hause haben. Schauen Sie sich das Kapitel an, da ist eine genaue Aufstellung aller Tiere und Tiergattungen, was Gott für gut empfunden hat, wenn man schon Fleisch isst, und was er nicht für gut empfunden hat. Und diese Unterscheidung in reine und unreine Tiere ist in vielen Völkern heute noch, wir finden das natürlich im Judentum, wir finden das im Islam, da wird auch gewisses Fleisch nicht gegessen, es gehört zu den unreinen Tieren. Wenn wir das Ganze also nochmal zusammenfassen, was sagt uns die Kreation, die Bibel? Die pflanzliche Ernährung bei der Schöpfung, Pflanzenfrüchte, das Kraut, Ergänzung als Fluch der Sünde, die Erweiterung um Tierprodukte wie Kraut gleich Fluch und dann aber die Einschränkung des Tierangebots auf reine Tiere und der Verbot des Blut- und Fettverzehrs auch von reinen Tieren generell. Jetzt haben wir also hier zwei völlig unterschiedliche Aussagen. In der Evolution geht man davon aus, der Mensch hat sich entwickelt und er hat damals gejagt, hat viel Fleisch gegessen und so weiter. In der Bibel eher die Tendenz zu einer Ernährung, die sich auf pflanzliche Nahrungsmittel bezieht. Unser Thema heute von den alten Ägyptern. Und ich möchte Sie jetzt mal in die Zeit der Ägypter entführen und vielleicht können wir von den Ägyptern auch einiges lernen. Als das Volk Israel in Gefangenschaft in Ägypten war und das Land verlassen sollte, hat Gott ihnen einen Ratschlag gegeben. Hört auf mich, den Herrn, hat er gesagt, euren Gott, und lebt so, wie es mir gefällt. Haltet euch an meine Gebote und Weisungen. Und jetzt kommt eine interessante Aussage. Wenn ihr das tut, werdet ihr keine der Krankheiten bekommen, mit denen ich die Ägypter bestraft habe. Denn ich bin der Herr, der euch heilt. Und jetzt ist natürlich interessant zu wissen, was waren denn das für Krankheiten, mit denen Gott Ägypter bestraft hat? Was haben denn die Ägypter alles so für Erkrankungen gehabt? Und da wollen wir uns ein wenig mit dem Lebensstil der Ägypter beschäftigen. Und das ist heute hervorragend möglich, weil in den letzten 30, 40 Jahren über 36.000 Mumien untersucht wurden. Und diese Mumien sind ja nun recht gut erhalten und man kann aus ihnen also noch recht genau feststellen, was die Menschen damals denn für Krankheiten hatten. Und ich habe hier ein paar Bilder im PM-Magazin, das war schon 96, wurde da mal ein Artikel geschrieben, wie man das so anstellt, mit welchen Methoden man hier also zum Beispiel ein Gesicht rekonstruieren kann anhand dieser Überreste in diesen einbalsamierten Mumien. Und man hat dann auch Röntgenbilder alles gemacht. Man hat also eine sehr genaue Auskunft bekommen durch diese über 36.000 Mumien. Was haben denn die Ägypter für Krankheiten gehabt? Und da gab es also bei den Ägyptern Herzkrankheiten und Arterienverkalkung. Es gab Krebsleiden. Sie litten unter Kinderlähmung, hatten Tuberkulose, Leberzirrhose. Sie hatten Gallensteine, Nierensteine, Windpocken, Malaria. Aber die Reihe der Krankheiten setzt sich fort. Rheumatismus,
Gicht, Arthritis, Osteoporose, also diese Gruppe aller Gelenkerkrankungen, die wir auch heute kennen, Lungenentzündung, Diabetes, Durchfall und Verstopfung, Eisenmangelanämie, Zahnverfall, Kopfschmerz. Wenn Sie diese Krankheiten sehen, unterscheiden die sich in irgendeiner Weise von den Krankheiten heute? Also die Ägypter hatten schon genau das Problem, was wir auch hatten. Und jetzt müssen wir uns natürlich fragen, warum hatten die Ägypter diese Probleme? Und warum hat Gott hier den Israeliten klare Anweisungen gegeben, ihr werdet keine Krankheiten bekommen, wenn ihr meine Gebote haltet und nicht das tut, was die Ägypter getan haben? Die ernährungsbedingten Krankheiten bei den Ägyptern, und da hat man auch sehr genaue Untersuchungen, und ich möchte hier vielleicht einflechten, diese Pyramiden, von wem wurden die gebaut? Von Sklaven. Die Sklaven, unter anderem auch das Volk Israel, was ja dort einige Jahre in Gefangenschaft war, die Sklaven haben sich sehr gesund ernährt. Die Sklaven sind nie krank geworden im großen Umfang. Es gab bei diesen Hunderttausenden von Menschen, die dort Pyramiden gebaut haben, nie Krankheiten, weil die hatten nicht die Chance, die guten Speisen der Ägypter zu essen. Es ist nirgendwo in der Geschichte berichtet, dass es eine Epidemie gab unter denen, die die Pyramiden gebaut hätten. Das wäre sicherlich verzeichnet, wenn es so gewesen wäre. Aber die, die nicht damit geholfen haben, die zu Hause saßen und das Leben genossen haben, die ägyptische Oberschicht, das weiß man, sie aß viel Fleisch, besonders Schweinefleisch, und litt unter Arterienverkalkung. Sie hatten Ablagerungen an den Großzehengelenken, das deutet auf Gicht hin. Sie hatten ebenso viele Zahnlöcher wie in der heutigen Zeit. Wodurch bekommt man Zahnlöcher? Süße Sachen, ja. Die Ägypter hatten ja auch Bier, nicht? Waren auch, glaube ich, die, die es als erste entdeckt oder entwickelt haben. Und die wohlhabenden Ägypter litten unter Fettsucht. Interessant ist, dass auf allen Zeichnungen und Überlieferungen, die wir haben, kein fetter Mensch zu sehen ist. Sie sehen hier das, was ich in Klammern geschrieben habe, das wurde kaschiert. Das ziemte sich nicht, sich so fett darzustellen. Hat man also einfach dann der Nachwelt nicht so überliefert. Lässt sich aber eben aus diesen Mumien und Untersuchungen klar ableiten. Im Prinzip das Problem damals wie das Problem heute. Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes, Gefäßkrankheiten, Krebs und viele weitere Zivilisationskrankheiten. Die Krankheiten der Ägypter, bedingt durch falsche Ernährung, wenig Bewegung, genau die Probleme, die wir heute auch haben. Die Weltgesundheitsorganisation definiert Gesundheit als den Zustand völligen körperlichen, seelischen und sozialen Wohlbefindens. Und es ist nicht nur das Freisein von Krankheit und Gebrechen. Das ist eine interessante Definition, die jetzt schon über ein halbes Jahrhundert Bestand hat. Also, ich bin gesund, nicht nur, wenn ich nicht krank bin oder Gebrechen habe, sondern ich muss in einem kompletten, völligen Wohlbefinden mich befinden. Und ich möchte diese Kriterien für Gesundheit mal vereinfacht darstellen. Es ist einmal, wenn ich gesund bin, ich habe eine volle Leistungsfähigkeit körperlich und geistig. Und ein zweiter Punkt für Gesundheit ist das Lebensalter. Je länger ich lebe, desto mehr spricht das dafür, dass ich gesund bin. Ein kranker Mensch wird nicht alt, zumindest nicht so alt, dass es an die 100 Jahre oder weiter geht. Und in dem Zusammenhang zwei Fachbegriffe erklärt, wenn ich krank werde, dass die Anfälligkeit für Krankheit bezeichnet man als Morbidität und das Lebensalter wird bestimmt durch die Mortalität. Sie können sich das merken, das T wie Tod hier, ja, die Begriffe sind ja ähnlich. Also die Mortalität bestimmt, wann ich sterbe, die Morbidität bestimmt, wie oder wann, wie oft ich krank werde. Diese beiden Begriffe hier nur mal kurz erwähnt, wir werden davon noch hören. Das National Geographic Institute hat im November eine sehr interessante Veröffentlichung gehabt über das Geheimnis der Langlebigkeit, The Secrets of Long Life. Dieses Institut ist eine gemeinnützige Einrichtung, 1888 in den USA, gegründet von 33 Personen ganz unterschiedlicher Herkunft, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, naturwissenschaftliche und auch erzieherische Erkenntnisse auf der Welt einer großen Masse verständlich zugänglich zu machen. Und dieses Institut hat also im November eine Veröffentlichung gebracht, und da zeige ich Ihnen gleich einen Videoclip.
Eine Studie über die Langlebigkeit: Die Bewohner von Okinawa, Sardinien und Loma Linda in Kalifornien leben länger und sind gesünder als irgendjemand sonst auf dieser Erde. Was wissen Sie, was der Rest von uns nicht weiß? Die Frage wird hier gestellt, ich habe das übersetzt: Liegt es etwa am Wasser oder vielleicht an der Nahrung? Was ist der Grund für die auffällig vielen Menschen in hohem Alter in Okinawa, Sardinien und Loma Linda? Begleiten Sie den Fotografen David McLean auf seiner Reise um den Globus zu den 100-Jährigen und entdecken Sie die einfachen Antworten auf eine komplizierte Frage. Und ich werde Ihnen diesen Clip jetzt gleich vorspielen. Ich heiße David McLean und habe drei verschiedene Kulturen der Langlebigkeit in Okinawa, Japan, Sardinien, Italien und Loma Linda besucht. Wir haben an jedem dieser Orte einige Zeit verbracht, um mehr über die jeweilige Kultur der Langlebigkeit zu lernen und die genauen Gründe herauszufinden, warum die Menschen dort auch noch in einem Alter über 100 vital und gesund sind. Als erstes haben wir Sardinien besucht. In dieser Gegend leben die Männer genauso lang wie die Frauen, was ein unglaubliches Phänomen ist. Die Wissenschaft ist sich nicht ganz sicher, warum das so ist, aber eine Theorie besagt, dass die Männer deswegen so lange leben, weil die Frauen die Hosen anhaben und die Männer deshalb weniger Stress haben. Außerdem entwickeln die Bewohner Sardiniens einen beispiellosen Eifer für ihre Familien. Wir besuchten eine Familie, wo gerade 4 Generationen zusammen waren. Sie treffen sich jedes Wochenende und veranstalten so ein riesiges Essen für alle. Diese soziale Komponente ist für die Langlebigkeit sehr wichtig. Als ich bei dieser Familie saß, dachte ich mir, das ist es, was das Leben und die Familie eigentlich ausmachen. Aber die Kulturen der Langlebigkeit auf Sardinien verschwinden immer mehr. Die Wurzel des Problems ist der Abschied vom traditionellen und naturbelassenen Essen in Verbindung mit einem ruhigen, stressarmen Lebensstil. Wir haben eine fast 100-jährige Frau und ihre Urenkelin besucht. Später sahen wir, wie dieselbe Urenkelin Kartoffelchips gegessen hat und haben uns gefragt, ob sie wohl auch so lange leben wird wie ihre Urgroßmutter. Und jetzt gehen wir also nach Okinawa. Okinawa ist ein Archipel ganz im Süden von Japan. Dort wohnen die ältesten Menschen auf diesem Planeten. Wir haben viele Menschen getroffen, die über 100 Jahre alt sind und noch immer sehr aktiv und gesund leben. Die 90-Jährigen fahren noch Fahrrad und fischen 8 Meilen vom Ufer entfernt im Riff, in dem sie alte Tauchtechniken einsetzen. Wir haben eine beeindruckende Frau getroffen, die über 100 Jahre alt ist. Sie heißt Kamara und war ein Amoi. Dieses Wort ist der Ausdruck für eine Gruppe von Freunden, die gemeinsam durchs Leben gehen und sich gegenseitig helfen. Ich bin davon überzeugt, dass die Energie und Vitalität, die sie dadurch bekommen, mit ein Grund für ihre Langlebigkeit ist. Die Leute von Okinawa haben ein schönes Wort, das Ikigai heißt und so viel wie der Grund, warum man morgens aufwacht, bedeutet. Ich glaube, dass auch das ein Grund ist, warum sie so lange leben. Ein wichtiger Grund für die Langlebigkeit der Menschen von Okinawa ist die Tatsache, dass sie wenig Kalorien zu sich nehmen. Interessanterweise essen sie aber sehr viel. Das Geheimnis ist, dass die Nahrung, die sie zu sich nehmen, eine sehr geringe Kaloriendichte aufweist. Da gibt es zum Beispiel diese wunderbare Miso-Suppe, die aus Karotten, Seegras, Zwiebeln und Kartoffeln besteht. Wie die Leute auf Sardinien bauen auch die Menschen von Okinawa sehr viel selbst im Garten an und kaufen wenig im Geschäft ein. Aber auch Okinawa verliert seinen Langlebigkeitsvorsprung. Okinawa hat die höchste Fettleibigkeitsrate in ganz Japan. Es war für uns sehr schockierend und auch beunruhigend zu sehen, wie diese Kultur der Langlebigkeit vor unseren Augen verschwindet. Was mich bei meinen Nachforschungen am meisten überrascht hat, war die Tatsache, dass Siebenten-Tags-Adventisten ihre amerikanischen Mitbürger um etwa 10 Jahre überleben. Warum ist das so? Ganz einfach. Siebenten-Tags-Adventisten, die zu einem Großteil Loma Linda bevölkern, haben eine Religion, die positive, gesunde Verhaltensweisen verstärkt. So ist man als frommer Siebenten-Tags-Adventist Vegetarier, Nichtraucher, trinkt kein Alkohol und nimmt sich jeden Samstag einen Sabbat, an dem man einen ganzen Tag lang entspannt. Wir haben dort viele unglaublich interessante Leute getroffen. Am unglaublichsten war eine Frau, die Marge Stetten heißt. Sie ist gerade 100 geworden und hat ihren Führerschein erneuert. Also haben wir eine Fahrt mit ihr gemacht.
Vorher mussten wir allerdings noch Ihrer morgendlichen Routine beiwohnen, die daraus besteht, dass Sie Gewichte hebt und auf einem Heimtrainer Fahrrad fährt. Interessanterweise sind die Siebentagsadventisten die einzige Kultur der Langlebigkeit, die wir besucht haben, die ihren Langlebigkeitsvorsprung nicht verliert. Ich habe in der Gemeinde dort eine Taufe fotografiert und dachte mir, das ist wirklich ein perfektes Beispiel dafür, warum diese Religion weiter wächst und Bestand hat. Es liegt an dir. Ich glaube, dass wir in Amerika dazu neigen, alte Menschen aufs Abstellgleis zu schieben. Wir geben sie ins Altersheim, aber diese beeindruckenden Menschen in drei verschiedenen Kulturen zeigen, dass es möglich ist, die eigenen Urenkel aufwachsen zu sehen und auch im Alter gesund und glücklich zu sein. Das war für mich persönlich die größte Einsicht, die ich durch dieses Projekt gewonnen habe. Ich habe erkannt, dass ich die Verantwortung und Kontrolle über mein Leben habe, aufgrund der Entscheidungen, die ich treffe. Ich habe gelesen, dass unsere Gene nur etwa 30% unserer Lebenserwartung ausmachen. Der entscheidende Faktor ist also unser Lebensstil und der ist unsere eigene Entscheidung. Jetzt möchte ich ein bisschen die Geschichte der Adventisten ganz kurz nur Ihnen schildern, wie es dazu gekommen ist, dass die meisten unserer Glieder länger leben, 10 Jahre teilweise länger leben als die Bevölkerung schlechthin. Es ist so, dass die Siebentagsadventisten durch die göttliche Vorsehung veranlasst waren, vernünftige Gesundheitsreformen in die religiösen Grundlehren hineinzunehmen, und zwar zu einer Zeit, in der solche Gesundheitsgrundsätze nicht bekannt waren. Und ich entführe Sie jetzt mal in die Mitte des 19. Jahrhunderts. Prinzip, ein gesunder Geist in einem gesunden Körper. Es ist ganz wichtig, eben diesen Zusammenhang zu sehen. Wir werden darüber gerade im letzten Vortrag noch einiges hören, was eben unser Gehirn und unser Körper, wie die in Wechselbeziehung stehen. Wenn wir uns in die Medizin des 19. Jahrhunderts mal versetzen, als unsere Kirche gegründet wurde, da waren die typischen Krankheiten Lungenentzündung, Aushörung, Fieber, Skrofulose, das ist so eine schlimme Hautkrankheit, Diphtherie, Cholera, Rheumatismus, Verdauungsstörung, Katarrhe und so weiter. Diese Krankheiten gab es schon, solange es Menschen gibt, in mehr oder weniger großem Ausmaß. Aber das Interessante im 19. Jahrhundert war, wie diese Krankheiten behandelt wurden. Und man sollte das eigentlich gar nicht glauben, das ist ja noch gar nicht so lange her, was damals moderne Medizin war. Da wurde erstmal der Aderlass durchgeführt, so nach dem Motto, wenn einer krank ist, hat er noch zu viel Energie, dann wollen wir die ihm mal wegnehmen, damit die Krankheit auch verschwindet. Und die Folge war leider meist, dass die Menschen dann nicht gesund, sondern eher tot wurden. Man hat dann einfach Glieder amputiert unter der Ansicht, wenn man das entfernt, dann geht es den Menschen besser. Und das, was da kommt, diese Liste der verschiedenen Stoffe, das sind alles Gifte, die wurden eingesetzt, wie Medikamente heute eingesetzt werden. Ich will keinen Vergleich ziehen, ob das heute auch noch so ist. Kalumil, Strychnin, Quecksilber, Brechwurzel, Brechnuss, Opium, China-Rinde, Alkohol, Tabak. Das wurde alles eingesetzt, um kranke Menschen gesund zu machen. Und in dieser Zeit hat unsere Kirche eben die Menschen versucht aufzurütteln und zu sagen, hört mal zu, so geht das nicht. Was esst ihr da? Beeren, Schweinefleisch, Schmalz, starke Gewürze, und damit das Ganze auch richtig verdaut wird, gab es dann Apfelwein, Whisky, Tee oder Kaffee dazu. Das war damals so der Lebensstil. Die Leute sind nicht allzu alt geworden, Lebenserwartung lag so bei 40, 45 Jahren. Und da haben dann die Adventisten sich bemüht, mal etwas an neuen Erkenntnissen da reinzubringen. Man hat darauf hingewiesen, wie wichtig es ist, wenn man Wassertherapien durchführt. Kranke Leute wurden oft in dunkle Zimmer eingeschlossen, damit ja nichts von außen auf sie einwirkt, statt dass man die Fenster aufmacht, Sonne und frische Luft reinlässt. Dinge, die damals völlig unbekannt waren. Man hat gesagt, arbeite nicht so viel, du brauchst Ruhepausen. Mäßigkeit beim Essen, beim Arbeiten, bei allen Tätigkeiten ist wichtig. Und eben unser Thema gemäß die gesunde vegetarische Ernährung wurde propagiert in dieser Zeit, wo man das noch gar nicht so kannte. Und dieser gesunde Lebensstil der Adventisten war für viele Forscher Anlass zu Vergleichsstudien zwischen Adventisten und der Normalbevölkerung. Und es gibt, ich glaube, es sind inzwischen sogar über 300 Studien auf der ganzen Welt, wo man verglichen hat, was ist mit Adventisten, was ist mit Nicht-Adventisten, die in der gleichen Gegend leben, wie sieht es aus mit ihren Erkrankungen, wie sieht es aus mit der Lebenserwartung,
Und dieser Film vom National Geographic Institute hat das ja auch schön zusammengefasst. Es ist dieser gesamte gesunde Lebensstil, der die Leute bis zu 10 Jahre länger leben lässt. Jetzt lebt nicht jeder 10 Jahre länger, es hält sich auch nicht jeder an alle entsprechenden Ratschläge. Und wenn man hier mal die Säulen sieht, grün ist die Normalbevölkerung, blau sind die Adventisten. So sieht es aus, also was die Lebenserwartung anbetrifft. Männer 8 Jahre länger, Frauen 7,5 Jahre. Man kann aber sogar noch mehr rausholen. Und hier sind jetzt mal so aufgeführt, Querschnitt durch die Adventisten, Männer, Frauen, wie viele Vegetarier sind. Das sind gar nicht so viele. Halbvegetarier, die essen halt mal ab und zu was, Gemischtköstler. Wenn man diese ganzen Dinge jetzt analysiert nach den einzelnen Lebensstilfaktoren, dann wird man Folgendes feststellen, und das ist eine sehr interessante Statistik. Wenn ich also Vegetarier bin und nicht Fleischesser, ist als Mann meine Lebenserwartung um 1,5 Jahre, als Frau auch 1,5 Jahre höher. Wenn ich mich viel bewege, lebe ich als Mann 2,7, als Frau 1,9 Jahre länger. Wenn ich 5-mal die Woche oder häufiger Nüsse esse, habe ich 2,7 Jahre Lebensgewinn. Ganz interessanter Punkt. Jeden Tag eine Handvoll Walnüsse zum Beispiel essen, Lebenserwartung 2,7 Jahre höher. Schlank oder Übergewicht, 1,4 oder bei Frauen sogar 2,2 Jahre mehr Lebenserwartung. Nie geraucht oder Ex-Raucher, 1,2 Jahre. Und wenn wir diese ganzen Faktoren addieren, kommen wir eben auf diese 10 Jahre längeres Leben. Und das hat nichts mit dem Adventisten als solchen zu tun, das können Sie auch machen. Halten Sie sich an diese guten Ratschläge und Sie haben eine wesentlich höhere Lebenserwartung. Und vor allem, das ist dieser Begriff Mortalität, die Morbidität, also die Anfälligkeit für Krankheiten, ist deutlich geringer, wenn Sie diese Ratschläge hier befolgen. Und das hat es so interessant gemacht, hier die Adventisten, und Sie sind hier in einer Kirche der Adventisten, der Ludwigsburger Kirche der Adventisten, warum diese Menschen einfach gesünder sind, wenn sie sich je mehr, je besser an diese Ratschläge halten. Damals, als unsere Kirche gegründet wurde, gab es eben diese Gesundheitsempfehlung, und die zusammengefasste Empfehlung war, was Ernährung anbetrifft, Getreide, Früchte, Nüsse und Gemüse bilden die von unserem Schöpfer für uns gewählte Kost. Diese Nahrungsmittel, so einfach und natürlich wie möglich zubereitet, sind am gesündesten und nahrhaftesten. Also es gibt einfach hier klare Beweise, dass das, was Gott mal für die Menschen vorgesehen hat, siehe Kreation, besser ist als das, was uns die Evolutionstheorie folgend dann die heutigen Ernährungsempfehlungen versuchen weiß zu machen. Ich gebe jetzt nur mal so einen kleinen Querschnitt. Wir werden an einem anderen Tag so ein bisschen noch zu den Lebensstilfragen Stellung nehmen. Einfach mal so ein paar Ratschläge, die damals in dieser Zeit gegeben wurden. Sie wurden dann in einem Buch 1905 zusammengefasst. Also die Ratschläge sind schon älter, nur da war dann die Veröffentlichung. Aus diesen Zitaten habe ich oder diesem Buch habe ich die Zitate genommen. Zum Beispiel hier das Brotbacken. Es ist das allerfeinste Weißmehl, nicht das Beste. Sein Gebrauch ist weder gesund noch wirtschaftlich. Dem Feinmehlbrot fehlen die nahrhaften Elemente, welche im Vollweizenbrot enthalten sind. Es ist eine häufige Ursache von Verstopfung und anderen ungesunden Zuständen. Hat jeder schon gemacht, die Erfahrung, was macht man heute, wenn man Verstopfung hat? Ne? Also ich muss immer das mit Schmunzeln sehen, da wird der Weizen zerlegt in seine Einzelbestandteile, aus dem Weißmehl werden dann die Brötchen gebacken, das wird gegessen, und weil die Verdauung nicht funktioniert, nimmt man dann die Kleie wieder, die man vorher rausgenommen hat, und isst sie extra, damit der Stuhl kommt. Ja? Warum nicht gleich Vollkorn essen? Ja? Manchmal ist die Menschheit, kann man sagen, so ein bisschen verrückt. Und das ist aber das vom Vollkornbrot oder so, kann man nicht so schön leben, das hält auch nicht so lange wie das, was Sie so im Supermarktregal alles finden an raffinierten Nahrungsmitteln. Also nur ein Beispiel dafür, damals war die Erkenntnis schon da. Fleisch, da gibt es sehr viele Zitate, ich habe nur mal zwei rausgenommen, weil sie heute eigentlich aktueller sind als je. Fleisch war niemals die beste Nahrung, heute ist sein Verzehr jedoch doppelt unangebracht. Tuberkulose, Krebs und andere todbringende Krankheiten werden auf diese Weise verbreitet. Auch einige der Methoden, wie Tiere für den Markt gemästet werden, verursachen Krankheiten. Mit krankmachendem Futter gemästet wird der ganze Körper von schädlichen Substanzen durchsetzt. Mit krankmachendem Futter gemästet, woran denken Sie da? BSE, ja, ist eine Krankheit, die durch Tierfutter sich ausgebreitet hat unter den Tieren. Nur als ein Beispiel.
Die Auswirkungen einer Fleischkost werden oftmals nicht sogleich wahrgenommen, das stellt aber keinen Beweis ihrer Unschädlichkeit dar. Viele sterben an Krankheiten, die sie ausschließlich dem Fleischkonsum verdanken, wobei diese wahre Ursache weder von Ihnen noch von anderen in Betracht gezogen wird. Ich werde Ihnen am vierten Abend zeigen, es gibt neben dem Fleisch noch ein ganz aktuelles, neues Problem, was jetzt ins Licht der Wissenschaft gerückt ist. Das ist ja geschrieben worden vor über 100 Jahren. Damals war das Fleisch noch gesünder als heute. Damals gab es noch nicht Hormone und Antibiotika, mit denen die Tiere gemästet wurden. Also es ist heute eigentlich ungleich wichtiger, sich an diese Ratschläge zu halten. Die Tiere werden in zunehmendem Maße von Krankheiten befallen. Die Zeit liegt nicht mehr fern, wenn außer den Sieben-Tags-Adventisten viele Menschen den Fleischgenuss einstellen werden. Es sollten Nahrungsmittel hergestellt werden, die gesund sind und lebenserhaltende Kraft besitzen, damit das Volk nicht Fleisch zu essen braucht. Das sind also diese Grundlagen und daraus hat sich eben, wie wir jetzt historisch gesehen haben, in unserer Kirche auch speziell diese längere Lebenserwartung abgeleitet. Fassen wir das nochmal zusammen. Also bereits vor mehr als 100 Jahren haben die SDA heißt Sieben-Tags-Adventist, ist die Abkürzung, eine Gesundheitsreform empfohlen. Vegetarische Ernährung, so naturbelassen wie möglich, meiden von Alkohol, Mäßigkeit beim Essen, nicht zu süß und nicht zu fett, Vollkornprodukte verwenden. Das sind eigentlich Grundlagen unserer Ernährungsempfehlungen, die sich heute auch immer mehr durchsetzen. Und jetzt kommt natürlich die Frage, die kommen muss, und der Fokus hat sich dieses Themas angenommen, wie gesund ist vegetarisches Essen? Ja, und wenn Sie heute in den Medien schauen, das war jetzt ein Artikel vom 5. März 2001, dann werden Sie, und ich habe das auch in diesem Ernährungsseminar gelernt oder lernen sollen, dass man als Vegetarier oder Veganer also ganz schlechte Karten hat. Das ist halt heute so gewünscht von der Industrie, es entspricht aber nicht den Tatsachen. Eine Ernährungsumstellung, und dieser Artikel hier ist vom Professor Leitzmann hauptsächlich mitgeschrieben, einer unserer anerkanntesten Ernährungswissenschaftler in Deutschland. Wenn ich mich also umstelle auf vegetarisch, wenn ich vorher zum Beispiel viel Fleisch gegessen habe, gibt er hier einfach ein paar Tipps. Er schreibt also, der Körper braucht Zeit. Man kann das nicht von heute auf morgen. Sie können nicht heute sagen, ich werde Vegetarier und ab morgen gibt es gar nichts mehr aus dieser Richtung. Da werden Sie möglicherweise Probleme bekommen. Man muss das langsam machen, erst mehr Obst, Gemüse und Salat essen. Das wäre mal der erste Schritt. Dann den Fettkonsum senken, zum Beispiel auf fette Wurst und Fleisch verzichten. Es gibt ja auch solches und anderes Fleisch. Zunehmend Obst- und Gemüserationen erhöhen und bei Brot, Nudeln, Reis langsam auf Vollkornprodukte umsteigen. Und dann irgendwann mal das Fleisch ganz aus dem Speiseplan streichen. Das ist also die Empfehlung vom Professor Leitzmann, um von einem Allesesser zu einem Vegetarier zu werden. Aus unserer Gesundheitsreform hier noch ein Zitat, was auch die Problematik ein bisschen darstellt. Sie dürfen nicht erwarten, dass Ihnen von vornherein eine Kost schmeckt, die so verschieden ist von der, die Sie bisher mit Genuss gegessen haben. Wenn Sie anfangs an einfacher Kost keinen Gefallen finden können, sollten Sie fasten, bis Sie es können. Dieses Fasten wird sich Ihnen von größerem Nutzen erweisen als Medizin. Denn der missbrauchte Magen wird die Ruhe finden, die er schon lange benötigt hat. Und richtiger Hunger kann durch eine einfache Kost gestillt werden. Das ist also auch eine Möglichkeit, wie man es machen kann. Personen, die sich an eine üppige, sehr anregende Kost gewöhnt haben, besitzen einen unnatürlichen Geschmack und können nicht sofort an einfacher Speise Geschmack finden. Es wird für den Geschmack Zeit erfordern, wieder natürlich zu werden und für den Magen, sich von dem Missbrauch, den er erduldet hat, zu erholen. Aber diejenigen, die in der Verwendung gesunder Nahrung fortfahren, werden sie nach einiger Zeit schmackhaft finden. Ich kann das nur aus eigener Erfahrung sagen, nachdem ich mich vor jetzt gut 10 Jahren auch umgestellt habe in der Ernährung. Ich habe dann, als ich einige Wochen mich gesunder ernährt habe, mal was Süßes gegessen und das war abscheulich süß. Das heißt, die Geschmacksnerven werden einfach verändert. Sie werden wieder sensibel, dass auch gesunde Nahrung, die ihnen im Moment vielleicht gar nicht schmeckt, plötzlich sehr gut schmeckt, weil sie nämlich wieder von den Geschmacksnerven der Zunge her zum Beispiel merken, was da drin steckt. Das braucht aber eben eine gewisse Zeit. Das geht nicht von heute auf morgen. Und wir haben also hier zwei unterschiedliche Möglichkeiten. Wir können entweder das langsame Ersetzen der ungesunden Nahrungsmittel durch gesunde Kost durchführen über mehrere Wochen oder aber
Wir fasten vielleicht eine Woche und fangen dann mit gesunder Nahrung an. Nach dieser Woche hat sich der Körper auch diesen falschen Geschmack abgewöhnt und dann klappt das auch. Das ist Ihnen überlassen, welchen Weg Sie wählen. Viele mögen vielleicht den ersten Weg lieber, dass man nach und nach umstellt, zumal hat man ja auch noch einiges in der Tiefkühltruhe. Also als wir uns umgestellt haben, ist das Fleisch dann vergammelt, weil wir haben gesagt, ach ja, wir essen dann mal irgendwann wieder was und dann waren ja um, dann haben wir es halt nicht mehr gegessen. Also man muss halt sehen, wie man da am besten verfährt. So, jetzt kommen wir zu dem Theoretischen. Ich möchte Ihnen jeden Abend ein paar Ernährungsgrundlagen vermitteln. Und hier wollen wir uns erst einmal die Grundkomponenten der Nahrung anschauen. Was ist alles in dem drin, was wir zu uns nehmen? Wir haben einmal das Eiweiß und Sie an den Pfeilen, wo das für wichtig ist. Energiequelle, Wachstum, Entwicklung, Gewebe, Stoffwechselregulation. Eiweiß ist ein ganz wichtiger Nahrungsbestandteil. Wir haben die Fette, die hauptsächlich als Energiequelle dienen. Wir haben die Kohlenhydrate, auch hauptsächlich als Energiequelle. Dann haben wir Mineralien und Spurenelemente, die auch für die Entwicklung und das Wachstum wichtig sind. Ebenso die Vitamine und natürlich nicht zu vergessen das Wasser. Aus diesen 6 verschiedenen Gruppen besteht also unsere Nahrung. Und es kommt jetzt darauf an, diese in einem vernünftigen Verhältnis zueinander zu sich zu nehmen und in einer gesunden Form, damit wir unserem Körper optimal Energie und die Entwicklung, und das gilt vor allem bei Kindern, die ja noch sehr viel wachsen müssen, sich entwickeln müssen, hier optimale Entwicklung und Wachstum bewirken. Die Grundbestandteile der Nahrung hier noch einmal aufgeführt, Eiweiß oder auch Protein genannt, Fett, Kohlenhydrate. Und heute wollen wir uns ein bisschen mit den Kohlenhydraten beschäftigen. Die Kohlenhydrate sind einerseits Ballaststoffe, sie sind Energiequelle und als Energiequelle sind ganz wichtig die Zucker. Jetzt gibt es verschiedene Zucker, hier habe ich mal die 5 wichtigsten genannt. Die Glucose, das ist der Traubenzucker, die Fructose ist der Fruchtzucker, die Saccharose, das ist das, was wir als Tafelzucker bezeichnen, also der weiße Zucker, Galactose ist der Schleimzucker und Laktose, das ist der Milchzucker. Und dann gibt es noch als Energiequelle die Stärke. Die Stärke ist ein ganz großes Molekül, wo viele kleine Zuckermoleküle hintereinander sind. Wenn man Stärke entsprechend bearbeitet, kann man aus Stärke dann auch wieder Zucker gewinnen. Das wird großtechnisch gemacht, zum Beispiel bei der Maisstärke, aus der werden zum Beispiel die ganzen Süßstoffe für unsere Softdrinks hergestellt. Kohlenhydrate gibt es in der Ernährung hauptsächlich in Obst, Gemüse, Getreide, Hülsenfrüchte. Also die gesunde Nahrung besteht hauptsächlich aus Kohlenhydraten. Und wenn man die Empfehlungen sieht, wie die Nahrung in den einzelnen Bestandteilen zusammengesetzt sein soll, da sehen Sie hier, der größte Anteil sollten die Kohlenhydrate sein. Eiweiß sollte nur maximal 20% und Fett maximal 25% haben. Die normale Ernährung in den USA, und wir nähern uns dem ja immer mehr an, hat einen Fettanteil von 55 und mehr Prozent. Nur, dass Sie mal die Zahlen sehen, wie es ist und warum es dann auch diese Probleme gibt. Kommen wir noch mal zu diesen Kohlenhydraten als Energiequelle und ich möchte Ihnen 3 Zucker, die besonders von Bedeutung sind, jetzt ein wenig näher bringen. Die Glucose, Fructose und Saccharose. Und die wichtigsten Zucker sind sogenannte Disaccharide. Das heißt, wir haben ein Molekül Glucose und ein Molekül Fructose. Und das gibt dann, wenn die zusammentreffen, Glucose und Fructose, ergibt Saccharose, den Tafelzucker. Der Tafelzucker ist ein sogenanntes Disaccharid, also die heißt 2 Zuckermoleküle zusammen. Und diese 2 in der Saccharose sind Glucose und Fructose, Traubenzucker und Fruchtzucker. Das heißt, wie wir nachher sehen werden, schon Bedeutung und auch warum die zusammen auftreten. Da werden wir uns am 4. Abend sehr ausführlich mit beschäftigen, also 2 Monosaccharide, Mono-Einfach, Einfachzucker plus Einfachzucker gleich Doppelzucker. Das müssen Sie jetzt nicht alles verstehen, was hier ist. Ich habe Ihnen hier nur noch mal kurz das dargestellt. Sie sehen hier also diese bunten Klötzchen, das sind unsere unterschiedlichen Zucker, Glucose, Fructose. Wenn die beiden zusammen sind, ist das der Tafelzucker, wie wir gerade hatten. Wenn der Schleimzucker mit Glucose zusammentrifft, dann ist das der sogenannte Milchzucker. Und wenn 2-mal Traubenzucker zusammentrifft, dann ist das der sogenannte Malzzucker. Der wird in der Bierherstellung zum Beispiel verwendet und ist eigentlich mehr ein Zwischenprodukt, wird auch im Körper entsprechend produziert und dann wieder weiterverarbeitet. Das nur mal kurz, die Nahrungskohlenhydrate sind so ganz lange Ketten und die werden im Körper in sogenannte Disaccharide, also wie wir sie haben, aufgespalten. Und an der Darmschleimhaut
werden dann diese Disaccharide in die einzelnen Stoffe wieder gespalten durch entsprechende Enzyme. Und hier im Blut haben wir dann nachher nur die Einfachzucker. Und der wichtigste Zucker, den der Körper braucht, ist die Glukose, der Traubenzucker. Der wird also hier durch Aufspaltung dieser langen Ketten in immer einzelne Teile bis hierhin zum ganz isolierten Molekül hier dann dem Blutkreislauf zugeführt. Und das möchte ich hier in einer kleinen Animation nochmal zeigen, wie das so geht. Sie haben also da links oben die Kohlenhydrate, die wir zu uns nehmen. Und die wandern also dann nach Vorverdauung durch eine Amylase, die Phenylalanin, die im Speichel ist. Deswegen soll man gut durchkauen die Nahrung, damit da schon die erste Verdauung, der erste Schritt der Verdauung stattfindet. Sie gehen dann durch den Magen und wandern dann weiter in den Dünndarm. Und im Dünndarm, und das ist jetzt dieser Teil hier, erfolgt jetzt vom Darmlumen die weitere Aufnahme in das Blut. Und zwar wird die Saccharose, dieser Doppelzucker hier in der Dünndarmschleimhaut aufgespalten und er wandert dann ins Blut und im Blut haben wir dann Glukose und Fructose. Und die Fructose wiederum wird dann weiter verstoffwechselt. Das ist einer der wichtigsten Nahrungsbestandteile diese Saccharose, der Tafelzucker oder in Amerika wird da sehr viel Maissirup verwendet. Und was das alles auf sich hat hier dann im Körper, da werden wir zwangsläufig drauf zu sprechen kommen. Ich habe bei dem Thema als zweiten Überschrift genommen alte Zöpfe und frage an Sie, was fällt Ihnen so ein, was man so als alte Zöpfe in Ernährungsempfehlungen hat? Da gibt es sicherlich vieles, aber vielleicht haben Sie mal eine Idee, was Sie so als Kind gelernt haben, von Ihren Eltern oder Ihren Kindern weitergegeben haben. Ich habe mal eins, was auch ich als Kind gelernt habe, Milch mit Honig. Wann gibt man das? Als Beruhigung vor dem Schlafengehen. Habe ich auch sehr oft bekommen. Ja, kommen wir gleich drauf zu sprechen. Cola und Salzstangen, wo wird das empfohlen? Bei Durchfallerkrankungen, genau. Und, das höre ich immer wieder, wenn ich körperlich schwer arbeite, muss ich Fleisch essen. Alles andere bringt mir nichts. Nur Fleisch bringt Kraft. Wir werden diese Dinge jetzt nur relativ kurz noch ansprechen, aber um nur einfach zu zeigen, was es so an Empfehlungen gibt und wie es dann wirklich aussieht. Einer meiner Freunde, Professor in Südafrika, hat von einer Schokoladenfirma den Auftrag bekommen, die gute Qualität der Schokolade dieser Firma zu analysieren. Und er ist also beigegangen und hat die Schokolade betrachtet in ihren Einzelbestandteilen. Schokolade besteht aus Zucker. Und er hat dann geschaut, was passiert im Körper, im Blut, im Stoffwechsel, wenn ich Zucker zu mir nehme. Und die gestrichelte Linie, das sind die Neutralfette, die Triglyceride. Und die rote Linie, das ist der Zucker. Und er hat also festgestellt, wenn man Zucker isst, dann steigt der Spiegel von den Neutralfetten und vom Zucker an und fällt nach ein paar Stunden wieder ab. Und dann gibt es ja noch weitere Bestandteile. Da hat er geschaut, wie das mit der Sahne ist. Und da hat er Ähnliches festgestellt. Sowohl die Neutralfette und auch der Zuckerspiegel steigt durch die Sahne an. Und jetzt kam was Überraschendes. Jetzt hat er die beiden Sachen kombiniert, das ist ja in der Schokolade gemeinsam drin. Der Zuckerspiegel stieg an und fiel wieder ab. Aber die Neutralfette stiegen enorm an und waren bis zu 10 Stunden erhöht. Die Kombination also von Zucker und Sahne hat hier ganz andere Auswirkungen auf den Körper, als wenn ich sie einzeln nehme. Und was dann noch dazu kam, im Theobromin, das im Kakao enthalten ist, verstärkt sich die Wirkung noch zusätzlich. Und da wollen wir uns jetzt ein bisschen noch Gedanken machen, dass mit diesen Triglyceriden werden wir auch in dem Vortrag Diabetes adipositas haben, weil das ist nämlich genau das Problem, was wir heute haben. In diesem amerikanischen Journal, was ich Ihnen schon genannt habe, im März 2002, das Verhältnis von Fetten und Kohlenhydraten in Abendmahlzeiten führt zu signifikanten Auswirkungen auf die Triglyceride und Fettsäuren. Die vorliegende Studie zeigt, dass die Auswirkungen von Fett- und kohlenhydrathaltigen Abendmahlzeiten über die ganze Nacht anhalten. Also zur Nacht Milch und Honig oder zur Nacht noch ein Stückchen Schokolade, Betthupferl, ist ganz fatal für Ihren Stoffwechsel. Sie haben die ganze Nacht über eine Erhöhung dieser Neutralfette, dieser Triglyceride und die sind einer der Faktoren für die Arterienverkalkung unter anderem. Also wenn Sie Ihren Gefäßen was Schlechtes tun wollen, machen Sie das weiterhin abends. Wie sieht es aus, wenn ich Zucker zu mir nehme? Das ist jetzt eine vereinfachte Darstellung, was im Körper passiert. Ich esse also irgendetwas Süßes, der Körper reagiert, es wird Insulin ausgeschüttet.
Das Insulin führt dazu, dass der Blutzuckerspiegel wieder fällt. Und zwar macht das Insulin Folgendes. Es geht an die Muskelzelle, schließt die auf. Ich sage das mal so einfach. Und der Zucker geht in die Muskelzelle und wird als Energie abgespeichert. Und je mehr Insulin da ist, desto besser wird der Zucker wieder aus dem Blut genommen. Wir sehen gleich noch, wann es fatal ist. Wenn der Blutzucker gesunken ist, bekomme ich wieder Hunger, ich esse wieder was und dieser Kreislauf geht wieder von vorne los. Das ist ein ganz normaler Vorgang im Körper und wir müssen nur gucken, dass wir den im richtigen Gleichgewicht halten. Ich möchte Ihnen jetzt mal was zeigen, was passiert, wenn ich jetzt sehr süße Sachen zu mir nehme. Wir haben hier eine Grafik, nach rechts horizontal haben Sie die Zeit. Und nach oben haben Sie den Blutzuckerspiegel blau und den Blutinsulinspiegel rot. Ich nehme also, die beiden Dinge sind hier noch gekennzeichnet. Der Blutzuckerspiegel soll möglichst im grünen Bereich bleiben, also oberhalb dieser Linie und nicht in diesen roten Bereich absinken. Ich esse also jetzt etwas sehr Süßes. Was passiert? Es kommt ein sehr starker Anstieg von Zucker ins Blut. Was macht meine Bauchspeicheldrüse? Sie hört, merkt, sieht, hier kommt was Süßes. Es wird Insulin produziert und auch ziemlich viel, weil ja sehr viel Zucker auf einmal gekommen ist. Das ist soweit noch nicht schlimm, aber jetzt geht es weiter. Insulin nimmt den Zucker aus dem Blut, speichert ihn in Muskel und Leber ab. Der Blutzuckerspiegel fällt und folglich geht auch der Insulinspiegel zurück, weil ja der Blutzuckerspiegel als Reiz für die Insulinausschüttung nicht da ist. Aber wenn es eine sehr schnelle Ausschüttung von Zucker ins Blut ist, also wenn ich sehr süße Sachen esse, ist der Reiz des Insulins sehr hoch. Und das führt dazu, dass ich jetzt in einen kritischen Bereich komme. Ich habe zu viel Insulin, weil der Reiz zu hoch war, zu viel kam. Und jetzt komme ich hier mit meinem Zucker in den roten Bereich. Ich bekomme hier das, was wir als Unterzucker bezeichnen. Und Unterzucker heißt für den Körper Hunger und Hunger heißt eine neue Mahlzeit. Dieser Vorgang, der hier jetzt so schematisch gezeigt wurde, der läuft ab in circa 2 Stunden. Wenn ich also morgens mein Frühstück anfange mit sehr viel Süßem, habe ich nach 2 Stunden wieder Hunger. Und dann esse ich wieder was. Und wenn ich das den ganzen Tag durchführe, brauche ich Ihnen über die Folgen nichts mehr zu sagen. Wie sollte das normalerweise aussehen? Normalerweise sollte ich etwas essen, was nicht so süß ist, wo der Zuckeranstieg gemäßigt ist. Das führt dann auch dazu, dass der Insulinanstieg gemäßigt ist. Und die Folge ist, dass der Zucker nur langsam runtergeht, weil nicht so viel Insulin da ist. Und dass ich eben diesen Endpunkt, wo ich wieder in meine Nulllinie komme, wo ich wieder Hunger bekomme, erst nach 4 bis 5 Stunden habe. Das zur Veranschaulichung, warum es sehr wichtig ist, nicht so viel Süßes zu essen, vor allem nicht schon am Morgen. Sie bringen nämlich dann den ganzen Stoffwechsel durcheinander. Esse ich etwas, was eben gemäßigt gesüßt ist, habe ich 5 Stunden auch keinen Hunger mehr. Und das wird auch das Frühstück sein, was Sie heute Abend bekommen. Passt natürlich nicht so ganz, aber damit Sie da ein Beispiel haben. Und das ist hier nochmal dargestellt, wenn ich also hier postprandial heißt nach dem Essen, wenn ich rein Glucose zu mir nehme, Traubenzucker, geht der Zuckerspiegel sehr hoch. Wenn ich aber den Traubenzucker mit Haferkleie zum Beispiel vermische, ist ein gemäßigter Anstieg. Und so sieht es auch mit dem Insulin aus. Beim reinen Traubenzucker sehr hoher Insulinanstieg und wir haben dann entsprechend auch das Problem nicht mehr, wenn Haferkleie dabei ist. Also wenn ich eine sehr süße Nahrung nehme, wo nichts anderes ist, habe ich ein Riesenproblem mit meinem Insulinspiegel. Und dann komme ich eben hier in diesen roten Bereich. Kurzfristiger Anstieg von Glucose besonders gefährlich. Es wird das Endothel, das sind die Gefäßwände, geschädigt und die Gerinnung wird beeinflusst. Jetzt erst im Dezember auch wieder veröffentlicht, kurzzeitige Glucosespitzen riskant fürs Herz. Die Symptome von Unterzucker, ich führe sie hier nur mal geschwind an, das ist für Diabetiker dann eher von Bedeutung, aber das Letzte könnte auch Sie treffen. Wenn Sie nachts Angst haben, Schlaflosigkeit, Halluzinationen, denken Sie daran, ob Sie nicht abends was Süßes gegessen haben und nach dem Einschlafen in Unterzucker gekommen sind. Das ist manchmal eine ganz einfache Therapie, abends eben nichts mehr zu essen, was sehr viel Zucker enthält. Und Sie haben diese Symptome nicht mehr. Jetzt kann einer sagen, ich esse keinen Zucker, ich nehme Honig oder ich nehme braunen Zucker. Und wenn Sie das hier anschauen, den Zuckergehalt von weißem Zucker 99,5, von braunem Zucker 96,4 und von Honig 82,3. Also es ist fast kein Unterschied. Ich habe heute einen Artikel gelesen über Honig, dass
China in die Honigproduktion eingestiegen ist und dass sie Riesenfabriken gebaut haben, in denen Honig hergestellt wird. Die Fabriken sind äußerst streng bewacht, da darf keiner rein. Und da kommt Naturhonig raus. Ich komme noch mal auf meine schematische Zeichnung, was mit dem Zucker passiert. Und jetzt möchte ich Ihnen noch was anderes zeigen, also das, was ich schon angedeutet habe. Das Insulin sorgt dafür, dass der Blutzucker im Muskel als Glykogen abgespeichert wird. So, was ist jetzt, wenn ich was Süßes zu mir nehme? Nehmen wir mal das klassische Beispiel, ein Softdrink, irgendein Cola-Getränk oder andere sehr stark gesüßte Getränke. Da ist vor allem diese Saccharose drin, dieser Tafelzucker oder in Amerika der Maissirup, das ist aber chemisch fast das Gleiche. Und das sind zwei einzelne Moleküle, nämlich Fructose und Glucose. Glucose, Traubenzucker, ist also die Zuckeraufnahme. Es setzt diesen ganzen Zyklus in Gang. Und wenn ich Koffein dabei habe, also bei den Cola-Getränken, wird auch noch zusätzlich aus dem Muskelspeicher das Glykogen wieder in Glucose umgewandelt. Ich habe also eine doppelte Belastung mit Zucker in meinem Stoffwechsel. Das führt dazu, dass ich gleich wieder Hunger bekomme und Sie können das Zeug also laufend trinken. Sie haben auch gar nicht ein richtiges Sättigungsgefühl danach. Das geht viel zu schnell. Bis das drin ist, kommt gar kein Sättigungsgefühl. Eins, was ich Ihnen dann am vierten Abend zeige, was in den neuen Erkenntnissen der Wissenschaft noch fataler ist, ist die Wirkung des Fruchtzuckers. Da hat man jetzt ganz neue Erkenntnisse. Also es ist nicht nur der Traubenzucker, es ist auch der Fruchtzucker, davon dann später mehr. Das also kurz zu dem Zuckerfrühstück, warum nicht so süß, damit Sie das verstehen können, eben nachvollziehen können. Wie sieht es aus, wenn ich eine Ernährung habe, die hohen Anteil an Kohlenhydrate hat, 70% oder nur 50%? Das ist also, sind die Leute, die meinen, Fleisch gibt Kraft und das sind die Personen, die eben mehr Kohlenhydrate essen, natürliche Nahrungsmittel. Wenn ich 2 Stunden Belastung mache am Tag, geht mein Speicher, mein Muskelglykogen, also der Zucker, der im Muskel gespeichert ist, runter. Wenn ich dann Kohlenhydrate esse, geht er relativ gut wieder hoch. Und das Tag für Tag. Wenn ich also mich kohlenhydratreich ernähre, habe ich praktisch keine Verluste an Energie. Während ich bei einer eiweißreichen Ernährung wie beim Fleisch einen ständigen Abbau habe. Also diese Aussage, Fleisch gibt Kraft, ist genau falsch. Kohlenhydrate geben Kraft, nicht Fleisch. Das also dazu und jetzt kommen wir ein bisschen auf das Frühstück. Ludwigsburger Kreiszeitung letzter Sommer, Sie kennen vielleicht, wenn Sie die Zeitung lesen, diese Zischreporter, die Mehrheit der Schüler frühstückt nicht. Ganz schlimm, denn am Morgen sind die Energiereserven des Körpers verbraucht, werden diese nicht nachgefüllt, hat das Folgen. Ohne Frühstück lässt sich weniger leisten, außerdem stellt sich der Stoffwechsel um. Und deswegen habe ich Ihnen hier ein Beispiel, wie mein Frühstück ist. Das gab es auch heute Morgen bei mir, so ungefähr in der Zusammensetzung. Beim Obst, da variieren wir öfters mal. Also das kann schon mal sein, dass da eben die Dinge nicht alle da sind. Aber Sie bekommen ja heute fast alles. Und Sie können auch noch rotes, gefrorenes Obst zum Beispiel dazugeben. Himbeeren, Kirschen, Blaubeeren oder was auch immer. Was ich mache jeden Morgen, ich mixe mir Obst mit Sojamilch. Und da tue ich dann eine Art Müsli rein. Granola lernen Sie heute Abend gleich kennen. Das ist eine spezielle Zubereitung, die man eben vor allem dann als Kohlenhydrat auch für die Energie geben kann. Im Obst haben Sie auch die Kohlenhydrate, da haben Sie Vitamine, Mineralstoffe. Die Sojamilch als Alternative zur Kuhmilch hat den entsprechenden Eiweißanteil, den Sie brauchen. Das ist eine ideale Kombination zum Frühstück. Wenn Sie das zu sich nehmen, haben Sie 5 Stunden keinen Hunger mehr. Einfach ausprobieren. Sie brauchen keine Zwischenmahlzeit und Sie haben das Kalorienproblem bis zum Mittag schon mal gelöst. Und man kann statt des Granolas auch wie hier Haferflocken nehmen. Auf jeden Fall ist es alles da drin, was Sie brauchen, wenn ich Ihnen noch mal die Übersicht hier zeige. Und der Körper freut sich über dieses gesunde Frühstück.